Ich wollte mich kurz vorstellen, ich bin der Martin Meyerbode. Ich werde heute Abend, Nachmittag ein wenig die Moderation übernehmen. Das heißt, immer wieder mal hinweisen, was jetzt alles noch kommt und was gerade war. Wer mich nicht kennt, ich erkläre das eben. Ich bin von Haus aus eigentlich Autor und Kabarettist. Ich bin hier im Düsseldorfer Komödchen im Ensemble seit 4 Jahren. Ich war mehrere Jahre künstlerischer Leiter der Distel in Berlin. Schreibe für die Kabarettsendung Kanzleramt VTD im MDR und bin sehr aktiv im Theaterleben hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Aber das ist nicht der Hauptgrund, weshalb ich hier überhaupt stehe. Der Hauptgrund ist ein anderer. Ich habe nämlich vor 2 oder 3 Monaten eine Plakette zugeschickt bekommen. Und da habe ich erfahren, ich werde 10 Jahre alt. Nämlich zusammen mit der Linken, was mir gar nicht so bewusst war, ich dachte, ich wäre schon 26, was zumindest meine Parteiaktivitäten angeht, aber, oder auch Inaktivitäten, aber ich musste dann feststellen, richtig, die Linke ist 10 Jahre alt. Und wenn man sich anschaut, was in diesen 10 Jahren passiert ist, wir haben das ja gerade sehr anschaulich gesehen, muss man ja sagen, das Ganze ist eine verdammte Erfolgsgeschichte. Wir haben es geschafft, bei den letzten Bundestagswahlen 9,2% bundesweit zu bekommen und hier in Nordrhein-Westfalen mit einem sehr guten Ergebnis dabei ausgesehen. Die Partei ist in allen Großstädten in Fraktionsstärke vertreten und auch in der Eifel und auch im hintersten Sauerland, in Ostwestfalen, im Münsterland gibt es trotz der relativ schwierigen Verhältnisse, die es da unter Umständen gibt, immer wieder auch Menschen, die sich dazu bekennen, Linke zu sein. Und wir haben mit einem Ergebnis von 4,9, da kann man natürlich auch sagen, es ist fürchterlich. Ne? Wir haben den Wiedereinzug in den Landtag nicht geschafft. 8.000 Stimmen haben gefehlt, aber ich bin bereits in den 80er Jahren politisch aktiv gewesen und da gab es mal einen Landtagswahlkampf, da erinnere ich mich. Da gab es ein Bündnis aus vielen Parteien, Gruppierungen, links von der SPD. Und dieses Bündnis, das war die Friedensliste, hatte 1,3%. Und was war das für ein irrsinniger Erfolg? Das wurde wahnsinnig gefeiert. Und das zeigt, die Messlatte, an dem, wo sich die Partei bewegt, ist natürlich inzwischen eine vollkommen andere. Es geht eben um die Frage, ob wir parlamentarisch vertreten sein können, und da dann auch Politik machen können, die den Menschen auch in der Breite auffällt. Und das ist ja ganz wichtig. Und wenn man sieht, wie diese Partei auch diskutiert, auch innerparteilich eine Menge los ist, man sieht, die Menschen, die in dieser Partei aktiv sind, sind alle aus weltanschaulichen Gründen unterwegs. Und sie möchten eine bessere Welt. Um nichts anderes geht es. Und dieser weltanschauliche Ansatz ist, wenn man die anderen Player, die anderen Parteien sich mal so anschaut, ist fast ein Unikum. Man kann fast sagen, so weit würde ich fast gehen, dass man sagen kann, die Linke ist eigentlich die einzige wirklich politische Partei. Wenn man sich mal umschaut, was gerade in Berlin stattfindet, dieses Panoptikum, also da hat man eine Jamaika Diskussion. Ne? Diese ganze Veranstaltung ist nicht, weil irgendwie eine Wahlbewegung in der Bevölkerung stattfand oder überhaupt eine Sehnsucht der Menschen aus den verschiedenen Parteien, dass diese Konstellation drankommt. Sie kommt schlicht und einfach zusammen, weil die SPD gesagt hat, sie will nicht regieren. Und das hat die SPD auch nicht gesagt, weil sie ideologisch plötzlich anders orientiert war und ein Bündnis mit der CDU nicht mehr möchte. Nein, das hat die nur gesagt, weil sie weiß, wenn sie jetzt nochmal in eine große Koalition gehen würden, dann wären sie obsolet. So, dann tun sich also jetzt Parteien wie die FDP und die Grünen und die CSU und die CDU zusammen und diskutieren miteinander. Man hat das Gefühl, auch das ist völlig irrsinnig. Alles eine Showveranstaltung. Beispielsweise erzählen diese Parteien alle, sie wollen ja auch gar nicht wirklich regieren. Nein, sie wollen nicht regieren. Man sieht bei Göring Eckert schon den Sabber aus den Mundwinkeln. Aber nein, das ist überhaupt nicht. Oder die FDP, die erzählt uns ernsthaft, sie will nicht regieren. Ne? Die FDP. Da muss man sich mal klar machen, was das für eine Partei ist. Weil, die war früher leichter zu haben als ein besoffener Physikstudent auf der Asterparty. Das ist er. Ne?
Also, natürlich wollen die alle. Aber sie haben natürlich auch große Probleme. Aber diese großen Probleme haben sie nicht, weil da wirklich unterschiedliche Weltanschauungen aufeinandertreffen. Das ist leider total vorbei. Nein, einfach die Anlage der verschiedenen Parteien ist einfach nur unterschiedlich. Die FDP, ja gut, das ist eine Art, ja, wie soll man das beschreiben? Ein Lieferservice für die Wirtschaftseliten, also so eine Art Lobby-Taxi. Ne? Oder man könnte auch sagen, ein Reisebüro für Paradise Papers. Das ist die FDP. Ne? Dann hat man die Grünen, die nichts anderes mehr sind als ja, eine Jobbörse für Alt-68er, also die, die es nicht zum Lehrer geschafft haben. Die verbinden sich da. Und dann hat man die CSU. Aber wenn man da mal guckt, wer da mit diskutiert, da hat man schwer den Eindruck, das sind ja alles Leute in dieser Delegation der CSU, die wahrscheinlich beim politischen Aschermittwoch als letzter besoffen von der Bank gefallen sind. Das versammelt sich da und diskutiert miteinander. Und entsprechend wird keine Veranstaltung sein, wo es um das Wohl der Bevölkerung am Ende geht, sondern es geht einfach nur um das Abgleichen von Marktwerten. Und das ist ein erbärmlicher Zustand. Das zeigt aber den erbärmlichen Zustand auch ein wenig dieser Republik. Ne? Und man fragt sich natürlich, was ist eigentlich das Ziel von Angela Merkel? Ne? Eine ähnliche Konstellation hat ja in Holland ein halbes Jahr miteinander verhandelt. Ne? Und vielleicht ist das ja auch das Ziel von Angela Merkel, einfach weiter verhandeln. Ne? Mit der SPD eine geschäftsführende Regierung bilden und dann mit FDP und Grünen verhandeln, bis 2021. Das wäre doch super. Cool, hätte Vorteile für die SPD, sie wäre gleichzeitig in der Regierung und in der Opposition. Nach mehreren Niedersachsens folgen, wunderbar. Ne? Und es hätte natürlich auch für den Steuerzahler Vorteile. Sigmar Gabriel ist ja jetzt als Außenminister ein halbes Jahr hart eingelernt worden. Jetzt kann er es und ihn dann wieder rausschmeißen. Und ersetzen durch Cem Özdemir. Auch schwierig, ne? Wenn Cem Özdemir Außenminister ist, nach 2 Monaten macht er einen Antrittsbesuch in der Türkei und dann brauchen wir einen neuen. Das sind alles die Aussichten, die diese Konstellation mit sich bringt. Und das wäre also keine vernünftige Regierung bis zum Jahr 2021, obwohl so schlimm ist das auch nicht, das hatten wir die letzten 12 Jahre auch. Also so gesehen kämpfen wir uns alle selben Ding ab. Aber nochmal zu Linken. Wir sind ein weltanschaulicher Club. Und das hat natürlich viel Positives. Das Positive ist, dass wir eine Idee versuchen zu entwickeln von dem, wie die Welt vielleicht besser aussehen könnte. Das Schwierige ist, dass sich unter unserem Dach Menschen versammeln, die ganz unterschiedliche Konzepte haben von dem, wie eine Welt besser aussehen kann und vor allem, wie der Weg aussehen mag, zu dieser besseren Welt zu kommen. Und man muss natürlich sagen, aus der Perspektive einer Partei, die wir haben, ist jeder kleine Schritt schon ein kleiner Erfolg. Aber natürlich ist immer wieder, und darum geht es in den Auseinandersetzungen ja häufig, die Frage, ist dieser kleine Schritt wirklich ein Schritt oder lassen wir uns immer wieder einkaufen von denen, die diese Welt beherrschen, wie sie ist. Und das macht es nicht einfach. Aber das Schöne ist ja, dass man kulturvoll diese Auseinandersetzung führen kann. Und ich finde, wenn ich jetzt nochmal komme mit diesen 80er Jahren, wo ich eben angefangen habe mit den 1,3% Friedensliste, wenn ich mich erinnere, wie wir damals in den Kleinstgruppen, die so gesellschaftlich gar keine Bedeutung hatten, uns gegenseitig noch gesagt haben, wie falsch und heretisch unser Weg ist, muss man doch anerkennen, bei der Linken läuft das auf einem anderen Niveau. Es läuft deswegen auf einem anderen Niveau, weil wir wirklich über Politik reden. Es läuft deswegen auf einem anderen Niveau, weil wir wirklich etwas für Menschen tun können und auch tun wollen. Es läuft deswegen auf einem anderen Niveau, weil wir unsere Aktivitäten auch orientieren auf die Menschen, nicht rein auf die Ideologie. Und das ist ein großer Wert. Und diese Entwicklung, die diese Partei genommen hat in diesem Sinne, die gilt es auszubauen und meines Erachtens die kulturvolle Auseinandersetzung auch zu pflegen. Und das, hoffe ich, tut diese Partei, weil wenn man jetzt auf die letzten 10 Jahre guckt, muss man sagen, es ist viel passiert, diese Partei steht gut da. Aber wenn man jetzt überlegt, was könnte in den nächsten 10 Jahren passieren,
dann sind für mich zwei große Ziele sehr wichtig. Das will ich nur einfach mal mit in die Diskussion für heute werfen. Das eine Ziel ist natürlich, als Landesverband in diesen Landtag zu kommen. Ich glaube, die Chancen sind gar nicht so schlecht, weil diese Nummer, wie sie beim letzten Mal durchgeführt worden ist, auch von der SPD so gar nicht mehr durchzuführen ist. Das zweite ist, und das ist das viel Wichtigere, und das ist wirklich eine Aufgabe, wir haben in letzter Zeit mitbekommen, ich will das mal in meinem einfachen, bei den letzten Landtagswahlen, als die Wahlergebnisse da kamen und es immer so hoch und runter rutschte, und ich saß bei mir zu Hause allein, ich muss dazu sagen, ich bin ja leider auch ein furchtbar inaktiv. Also wenn ihr wissen wollt, was eine Karteileiche ist, hier steht sie. Das wollte ich nur. Gut. Also wenn ihr Probleme mit Karteileichen habt, sprecht mich an. Ich kann Informationen. Aber als ich da vor dem Fernseher saß und dieses Hoch und Runter sah, dann waren wir irgendwann mal auf 4,8 und dann wurde Köln ausgezählt und dann rutschte das Ganze auf 4,9. Und ich sah eine Stadt, die noch nicht ausgezählt worden ist, war Duisburg. Und ich war mir fast sicher, naja, wenn Duisburg gleich ausgezählt wird, hallo, dann sind wir bei 5%. Und dann wurde Duisburg ausgezählt und wir mussten feststellen, dass in Duisburg furchtbar viele Stimmen nicht an die Linke gegangen sind. Es war kein zweistelliges Ergebnis, sondern an die AfD. Und das ist das große Problem. Die AfD oder der AfD und anderen interessierten Menschen ist es gelungen, Diskussionen in eine Richtung zu führen, die weit weg sind von den wahren Problemen der Menschen, weit weg sind von Humanität. Und deswegen ist das der Hauptgegner. Die AfD muss aus diesem Landtag raus und muss weg. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Und ich glaube, genau sowas geht nur, wenn man selbst einen kulturvollen Stil hat in der Partei. Und der wird sich aber weiterentwickeln. Wir haben jetzt im Anschluss an meinen kurzen einläutenden Redebeitrag die Özlem Demirel, die jetzt als Landessprecherin eine Rede halten wird. Danach gibt es eine Talkrunde von Nina Eulmann über die Linke im Wandel der Zeit mit alten und neuen Mitgliedern. Und dann melde ich mich wieder. Alles klar, bis später.